zum 25. Mal live aus dem Studio B des Westdeutschen Rundfunks. Die Michael Braun Show, präsentiert von Michael Braun. Mit Hermann Josef Richter, Martina Spicker, Manfred Göhner, Miko, Andreas Dorau, Vicky Beger, Thomas Haupt, Mary Fittikidu, Neue Heimat und dem Leiter der weltberühmten Fischerchöre, Gotthilf Fischer. Als Sängerin seit unserer letzten Sendung, da du hier warst, auch nicht mehr, sehr viel bekannter geworden. Mal ungefähr so bekannt wie ich als Bassist, wie wir gerade gesehen haben. Willst du mich ärgern oder was? Immer will ich sie ärgern, das weißt du. Aber als Moderatorin bist du jetzt ganz bekannt, seit 2 Tagen, großer ARD-Jugendabend. Und sag mal, Miko, du hast was vergessen, wir sind doch hier im Fernsehen. Was machst du? Sag mal, was soll denn so ein Scheiß? Ja, sag mal, einmal, zweimal, 10 Einstellungen mit Fanta-Dose direkt in der Hand. Also nicht, also nicht alles inspektiert. Ich möchte dir gleich mal sagen. Kriegt man da Geld für? Dann mussten wir mal die Adresse geben. Pass auf, es war völlig anders. Ne? Wenn es dir unbedingt um solche Scheißbanalitäten geht, kann ich dir nur sagen. Immer, weißt ich du Ich wollte da. Was trinken, ja. Mich hat niemand darauf hingewiesen, weil ich bin nicht fernseherfahren, ne? Und ich habe diese Fanta einfach nur in der Hand gehabt, weil ich wollte eine Dose zum Aufmachen haben. Mir war völlig unbewusst, dass irgendwelche Leute in so einer Sendung... Erstes Programm, so beste Sendezeit. Ja, was soll denn so ein Schwachsinn, verstehst du? Ich mache eine Moderation, beschäftige mich mit politischen Themen. Und hältst immer die Fanta-Soße vorne rein. Also kannst mir keine Adresse geben irgendwie, dass man da irgendwie... Guck mal, das dritte Programm ist bestimmt nicht so gut. Wir sind auf Vorsendezeit, wir können uns das hinterher teilen dann.
Nico will nicht mal mit mir reden. Jetzt ist er beleidigt. Ach. Machen wir mal alles falsch. An dieser Stelle kommt normalerweise Rockpalastner Wunsch. Jetzt geht's ja auch noch. Wir kommen jetzt zu einem weiteren Geburtshelfer, Andreas Durau. Wo ist er denn? Er war auch mit in der ersten Sendung. Andreas, du warst überhaupt mein erster Gast, weißt du das? Kann sein, ja. Kann sein. Andreas, damals warst du bekannt durch den Fred vom Jupiter, durch die Marinas, die mit dir gesungen haben. Heute kräht kein Hahn mehr nach dir. Was ist denn eigentlich mit dir los? Ja, ich esse, schlafe und lebe so vor mich hin. Du lebst so vor dich hin? Mhm. Mit dem Singen oder ich meine mit dem, was du als Gesangs damals angenommen hast, ist nicht mehr so viel. Ich kann es ja nicht mehr so richtig und ich konnte es auch nie. Du hast jetzt einen Stimmbruch, oder? Ich weiß nicht, irgendwie haut es mir so richtig hin. Ja? Hängt das damit zusammen, dass dieses Gequark Deutsche Welle jetzt irgendwie vorbei ist? Ja, wahrscheinlich, weil es irrsinnig out ist. Irrsinnig out. Aber irgendwann vielleicht mit was Neuem wieder in? Vielleicht schaffe ich dann das Thomas Comeback. Haupt ist auf jeden Fall in, er war unser jüngster Gast. Er ist unser Computerspezialist. Und da dieses Mal eine Jubiläumssendung ist, haben wir einen Jubiläumsgast natürlich eingeladen. Und zwar einen ganz besonderen Sprücheklopfer, der Sieger im diesjährigen Dieter Thomas Heck Laber Wettbewerb Deutschlands, Quasseltante Nummer 2, Ellen Banks. Guten Abend. Ich habe lange überlegt, was ich an dieser Stelle sagen sollte, genauer gesagt ungefähr 10 Minuten. Mad Magazine hat auch mitgewirkt und auch was gelaufen ist. Ich sollte vielleicht was anderes erzählen, aber ich sage es trotzdem, die Namen sind im Grunde austauschbar. Ich sehe lieber Mikro geklont, weil Michaels Mist sich doch nicht lohnt. Der Spruch. Ich hab, was ich brauche. Dann nimm doch die Blumen. Danke. Nein, nimm doch die Blumen. Aber ich meine, für diese Unverschämtheit musst du auf jeden Fall doch noch bestraft werden. Purple, schläfst du? Purple, dein Auftritt, ja. Die neue Heimat, ja, die Probe ist vorbei, du kannst jetzt langsam anfangen. Die neue Heimat, musste wieder eine neue Single machen? Musste das sein, Purple? Ja, weil die Welt, Was denn? Weil die Welt braucht gute Musik. Die Welt braucht gute Musik, weil die Welt zugrunde geht? Nein, wenn die Welt. Wenn die Welt zugrunde geht, die neue Single von der neuen Heimat. Wenn die Welt zusammenbricht. Zusammenbricht, und brech doch endlich zusammen. Mach fertig, mach fertig. Ja, los. Los, eins. Und obendrein noch so klein. Und wenn die Welt zusammenbricht, ich halte mich an dir fest. Du bist zwar witzig wie ein nasser Ast, doch ich bin klebrig wie die Pest. Und wenn die Welt zusammenbricht, ich halte mich an dir fest. Du bist zwar witzig wie ein nasser Ast, doch ich ja, das war's mal wieder, die Michael Braun Talkshow. Wir sehen uns wieder in einer Woche, gleiche Welle, gleiche Stelle, zur dann der 26. Michael Braun Talkshow. Und bis dann!